So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Eine Folge Ramses Kitchen und wir haben wieder was ganz Besonderes für euch vorbereitet. Heute gibt es nämlich Currywurst von der Höhle, die Höhle der Löwen, ja. Man muss ja die Höhle der Löwen, bekannt aus der Fox-Gründershow. Guckt euch das mal an. Das hat Pupsi entdeckt, hat gesagt, das wäre doch bestimmt was für mich. Wir haben irgendwie Currywurst im Glas gemacht mit besonderen Sorten. Wir haben jetzt hier drei Gläschen. Dann ist einmal das, einmal das, einmal das. Guck mal, dass wir das hier hinhalten können und vielleicht so zeigen können, weil das irgendwie total komisch aussieht. Aber es ist alles von Fox, die Höhle der Löwen. Oder hält man das so? Ich weiß es nicht. Dass man die drei Packungen sieht. Vielleicht können wir es auch so ungefähr machen. Wir haben nämlich einmal Ist doch Wurst, der schnelle Currywurst-Snack im Glas vom Typ scharf. Also es ist einfach nur eine scharfe Currywurst. Die Höhle der Löwen, bekannt aus der Fox-Gründershow, gluten- und laktosefrei, ohne Geschmacksverstärker, ohne Konservierungsstoffe, hergestellt für Ist doch Wurst GmbH in Duisburg. Kann man jetzt hier in den Topf reinmachen und erhitzen oder das Glas in die Mikrowelle stellen. Vorsicht, Glas wird beim Erhitzen heiß, wer das nicht wusste. Guckt euch nochmal das Etikett an. Ist doch Wurst von der Höhle der Löwen vom Typ scharf. Dann haben wir gleichzeitig hier dieses weiße Glas. Das weiße Glas Ist doch Wurst ist vom Typ Erdbeere. Das ist nicht von Karls Erdbeerhof, aber von Fox Erdbeer. Und dann haben wir noch dieses, das gelbe Glas. Und das ist Ist doch Wurst vom Typ Kürbis-Mango. Also eine Kürbis-Mango-Currywurst, eine Erdbeer-Currywurst und eine scharfe Currywurst. Die drei werden wir jetzt mal aufmachen. Ich glaube, ich werde die Gläser einfach alle in die Mikrowelle stellen. Einmal das. Zack. Ich glaube, das kannst du eigentlich auch so einfach essen, wenn es kalt ist. Also hier das scharfe, hier Kürbis, Mango. Da fliegt die Brühe rum. Das andere riecht auf jeden Fall besser. Und Erdbeer. Was einfach nur total dunkel schwarz aussieht. Das jetzt in die Mikrowelle und dann testen wir gleich mal, wie das schmeckt. So, die Wurst ist fertig, steht jetzt hier. Jetzt sieht es auch aus wie eine Deutschlandfahne. Guck, schwarz, rot, gold. Guck dir das an. Vielleicht ist das extra deswegen in diesen Farben gewählt. Da ist jetzt der Wurst drin. Ne? Hier ist ziemlich wässrig. Ich habe das jetzt 2 Minuten gemacht und danach nochmal 2 Minuten. Ich nehme jetzt mal diesen Löffel. Werde jetzt mal probieren. Zuerst wahrscheinlich in Erdbeere. Zuerst mal Erdbeere. Erdbeere wird uns hier als dieser schwarze Klumpen angezeigt. Kann ich das Glas anfassen? Nein, das Glas ist heiß. Ihr wisst Bescheid. Ich habe hier so eine Schiene. Guckt, da kann ich euch hin und her fahren. Das ist Erdbeere. Richtig schwarz. Ohne Geschmacksverstärker, ohne Konservierungsstoffe, ohne Geschmack. Weiß ich nicht. Die Wurst wirkt ein bisschen pappig. Mit ganz viel Fantasie hat das vielleicht eine kleine Erdbeernote, okay. Aber von der Wurst, das ist bestimmt, die Wurst ist so gesund, dass man die gar nicht essen kann. Und da fehlt einem irgendwie wirklich dieser richtige Currywurst. Geschmack, unabhängig von der Soße, die Konsistenz, dieses, was man eigentlich hat. Eine Wurst muss wurstig sein, sonst ist es keine Wurst. Und vor allem nicht im Hals hängen bleiben. Nee, das war nicht die Schafe, das war die Erdbeere. Wir fahren jetzt mal hier rüber zum Kürbis-Mango. Kürbis-Mango wird uns hier gezeigt. Ist einfach so ein gelber Klotz. Riecht auf jeden Fall ein bisschen fruchtig. Sieht interessant aus. Sieht aus wie Curry-Mango. Nehmen wir mal das Gelbe.
Würde mich jetzt auch nicht an eine Currywurst erinnern. Keine Ahnung. Vor allem sind die Gläschen sauteuer. 3-4 Euro oder so. So ein Gläschen, aber okay. Wenn du an Imbiss gehst, bezahlst du vielleicht auch 3 Euro. Hast eine ganze Schale voll. Hast Konservierungsstoffe. Ist total ungesund. Aber das ist ein freundliches Gesicht vom Imbissbetreiber, der sagt, hallo Ramses, ne, kannst du gerne morgen wiederkommen. Also Höhle der Löwen ist an sich ja gut gemeint, aber bis jetzt kann ich noch nichts damit anfangen. Wir haben aber noch eins übrig, und zwar Scharf. Und das Scharf, das werden wir jetzt hier nochmal rausnehmen. Das ist schön hier auf dem roten Löffel, roter Löffel mit roter Pampe. Vielleicht, wenn Schärfe dazukommt, hat das eine Currywurst-Note, aber die Konsistenz von der Wurst ist immer noch total komisch. Halt pappig, pappig und nicht wurstig, ich weiß es nicht. Okay, die Schärfe ist angenehm. Für mich ist es jetzt nicht wirklich scharf, aber ich merke trotzdem, das, was da ist, was Leute jetzt sagen würden, ja, oh, das ist mir zu scharf, das esse ich lieber nicht. Also mit der Schärfe, das haben sie gut hinbekommen, muss man schon sagen. Erinnert auch am meisten jetzt an eine Currywurst. Überzeugt mich aber trotzdem nicht so vom Geschmack, deswegen, ich würde wahrscheinlich, weiß ich nicht, da ist selbst Curry King oder so, wenn du dir das reinhaust, ist wahrscheinlich irgendwie, er hat mehr mit Currywurst zu tun als das. Das ist halt irgendeine teure, vegane Wurst, so gefühlt, und dann ist es nicht mal vegan, aber es schmeckt einfach so nach Pappe. Und ich werde mir jetzt hier noch einen Teller nehmen, werde mir das zurecht machen. Wir werden jetzt die Sorte nämlich alle hier drauf machen. Das heißt, wir haben hier die gelbe. So. Wir haben hier die schwarze. Die kommt in die andere Ecke. Und wir haben die rote für hier vorne, bitteschön. Und dann haben wir einen schönen Currywurst-Teller, und den lassen wir uns gleich schmecken. Mit ein bisschen Toast dazu. Sieht das nicht herrlich aus? Guckt es euch an. Der Currywurst-Teller. Oh mein Gott, vielleicht hätte ich einen größeren Teller nehmen sollen. Wenn ihr findet, dass das appetitlich aussieht, dann behaltet es lieber für euch. Schreibt am besten drunter, was ein Haufen Mist. Oder findet ihr das sogar cool? Ich werde das jetzt mal probieren, noch zu essen. Also ich werde das jetzt noch essen. Ich werde das jetzt mal kurz rüberbringen, dann auch das Muttertier mal probieren lassen. Die ist nämlich drüben in der Stube, dass sie mal kurz von jeder Sorte probiert, mir ihre Meinung dazu sagt, aber weiß ich nicht. So richtig überzeugt, also nochmal kaufen würde ich es wahrscheinlich nicht. Kennt ihr Ist doch Wurscht von der Höhle der Löwen? Dann schreibt es mal in die Kommentare. Es gab, glaube ich, auch noch eine vierte oder eine fünfte Sorte. Klassik war da, glaube ich, auch dabei, also nicht als scharf, sondern Klassik, aber ich wollte die besonderen Sorten, die haben wir jetzt gehabt, bin ein bisschen enttäuscht, aber essen kann man es trotzdem. Scheibe Brot dazu, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.